Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass man durchhält, ja? Dass man gerade diese ersten Jahre es irgendwie schafft, finanziell zu überleben und gleichzeitig auf diesem extrem schmalen finanziellen Grad, der sich selbst verwirklicht in den ersten Jahren, den jeder kennt, da trotzdem eben die Motivation und den vollen Willen weiterhin zu bringen, dass das unter Umständen irgendwann funktioniert oder erfolgreich ist. Und dazu gehören diese Rückschläge, es sind ja nicht nur Rückschläge, die passieren, sondern dann bekommt man ja wieder mal eben das Positive. Man bekommt ein Feedback, man bekommt von anderen, dass einem was gefällt. Ja. In unserem Fall haben wir von wirklich bekannten Percussionisten und Cajon-Spielern ein unglaubliches Feedback bekommen für unser Instrument, das uns natürlich, wir haben Gänsehaut bekommen und haben Gas gegeben und haben einfach versucht weiterzumachen. Und ich glaube, es war auch vorher, habt ihr gesagt, beide, es geht um dieses Erfolgreichsein. Das ist natürlich irgendwo von jedem ein Ziel, der irgendwas macht. Ja? Aber das ist, glaube ich, das Schwierige an diesem Traum verwirklichen, dass man primär, glaube ich, nicht sofort an den Erfolg denken sollte.